Wie denkt eigentlich Gott über die Reichen? Die Bibel sagt eine ganze Menge über Geld. Schauen wir uns heute an, was die Bibel wirklich über Geld sagt. Ich habe etwas ganz Interessantes von Martin Walser gehört, dem großen deutschen Schriftsteller. Er hat gesagt, niemand liest mein Buch, jeder liest sein Buch. Und er hat das dann auch erklärt. Er hat gesagt, in dem Moment, in dem wir ein Buch kaufen, lesen wir genau das in dem Buch, was wir in dem Buch lesen wollen. Und darum liest jeder sein Buch. Ich spreche jetzt hier nur beispielhaft von der Bibel, weil ich bin so erzogen worden. Aber ganz gleich, welches heilige Buch du liest und welches heilige Buch dir wichtig ist, du wirst immer diese drei Dinge finden, über die ich jetzt spreche. Und ich habe festgestellt, dass es drei Schichten gibt, die jeweils die Bibel anders lesen. Die drei Schichten kennst du. Die Armen, die lesen die Bibel in Bezug auf Geld ganz anders. Sie finden Texte, die sagen, Geld ist böse. Die Mittelschicht liest die Bibel wiederum ganz anders und sie finden solche Texte wie, ich bin dankbar für das, was ich habe. Die Reichen lesen die Bibel wiederum ganz anders und die haben dann in der Bibel erkannt, Gott bestraft die Armen und belohnt die Reichen. Hey, wie ist das möglich? Es gibt doch nur eine Bibel. Glaub mir, wenn du mit Armen, mit Menschen aus der Mittelschicht oder mit Reichen redest, dann haben die jeweils eine ganz andere Bibel gelesen. Und alle haben Recht oder alle haben Unrecht, je nachdem, wie man das sehen will. Ich habe aber mit meinem Großvater mehrmals die Bibel gelesen, also dreimal. Und zwar richtig so mit Kommentaren. Wir haben uns dann immer freitags nachmittags getroffen, haben wir dann 6 Stunden bis freitags abends in der Bibel gelesen. Wirklich sehr gründlich. Und ich weiß, was ich dir jetzt sage, stimmt. Ich kann wirklich davon reden. Lass mich dir etwas Wichtiges vorweg sagen. Die meisten Persönlichkeiten, die uns in der Bibel als Vorbilder geschildert werden, die waren sehr reich, also wirklich sehr reich. Ungefähr 90% aller Menschen aus der Bibel, die da für uns als Vorbilder aufgebaut werden, waren extrem reich. Darum kann es gar nicht sein, dass die Bibel angeblich gegen Reichtum spricht oder für Armut. Das ist Quatsch. Was lesen die für eine Bibel? Aber es stimmt, dass es unterschiedliche Texte gibt. Und jeder kann die für sich interpretieren. Zum Beispiel die Armen, die lesen gerne einen Text aus Matthäus 19, 21 bis 26. Und ich sage es jetzt einfach mal mit meinen Worten, das Bibeldeutsch ist nicht immer so ganz prickelnd. Wenn du ein guter Mensch sein willst, steht da, dann verkaufe einfach alle deine Besitztümer und gib das Geld den Armen. Und dann wirst du einen Schatz in deinem Inneren haben. Und dann folge mir nach. Menschen aus der Mittelschicht, die lesen dann gerne zum Beispiel Hiob 36, Vers 11. Da steht, wenn sie mir gehorchen und mir folgen, dann werden sie den Rest ihres Lebens in Wohlstand und ihre Jahre in Zufriedenheit verbringen. Eigentlich ein Gegensatz, oder? Und die Reichen, für die gibt es da eine ganz hübsche Geschichte in der Bibel, nämlich in Matthäus 25. Da will ein reicher Mann auf Reisen gehen. Und er hat 3 Diener. Und er sagt, jedem der 3 gebe ich eine bestimmte Geldsumme. Und zwar je nachdem, wie gut sie mir gedient haben. So gibt er dem ersten 10 Geldstücke. Talente heißt das da. Dem zweiten gibt er 5 und dem dritten gibt er nur 1. Übrigens wird die Geschichte in der Bibel mehrmals erzählt, dann sind da andere Geldsummen genannt. Aber es ist immer genau diese deutliche Unterscheidung. Ich nehme jetzt also die hier aus Matthäus, dann sind es einmal, der erste bekommt 10, der zweite 5, der dritte 1. Weil ich dieses Beispiel unfassbar anschaulich finde. Also, der reiche Mann gibt seinen Knechten diese Geldsumme. Dem einen 10, dem zweiten 5, dem dritten 1 Talent. Und er sagt, tu, was du kannst, um dieses Geld zu vermehren. Also, die soll das investieren. Und dann kommt er nach einer ganzen Zeit wieder und dann fragt er den ersten, hör mal, was hast du mit den 10 Talenten gemacht? Und er sagt, naja, ich habe deine Worte gut behalten, ich habe richtig Gas gegeben, ich habe die Kohle verdoppeln können. Hier ist dein Geld zurück, doppelt so viel. Und der Reiche lobt ihn über die Maßen. Dann fragt er den zweiten, hey, was hast du denn mit deinen 5 Talenten gemacht? Sagt der stolz auch, ich habe die verdoppelt. Und auch ihn lobt der reiche Mann über die Maßen. Dann fragt er den dritten, der nur 1 Talent bekommen hat, was hast du denn damit gemacht? Und der antwortet, naja, hey, ich hatte Schiss. Also in der Bibel steht es ein bisschen anders, aber so ist der Tenor. Weil du so ein strenger Herr bist, hatte ich Schiss. Und darum habe ich mein Talent lieber ganz vorsichtig vergraben. Ich habe es wieder ausgebuddelt, als ich gehört habe, dass du zurückkommst. Hier ist es.
Und der reiche Mann verflucht ihn. Er nennt ihn einen bösen und faulen Knecht. Er beschimpft ihn. Er nimmt ihm das eine Talent weg und gibt es dem, der aus 10 20 gemacht hat. Und dann gibt es etwas, das steht eben auch in der Bibel, was die meisten Menschen aber nicht lesen wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Nämlich der Reiche sagt dann, der viel hat, dem wird noch mehr gegeben. Und der wenig hat, dem wird auch das Wenige noch weggenommen werden. Und dann sagt der reiche Herr am Ende noch, der offensichtlich ein Synonym zu Gott ist, wirf diesen wertlosen Knecht nach draußen in die Dunkelheit. Boah, ist das nicht krass? Ist das nicht krass, überhaupt so eine Geschichte? Und dann so vollkommen gegensätzliche Dinge in der Bibel? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, es ist wie im normalen Leben. Wir müssen uns die Dinge heraussuchen, die uns entsprechen. Die Dinge, die uns entsprechen. Ganz ehrlich, als ich das jetzt eben so vorgetragen habe, was die Armen da lesen, die Mittelschicht und die Reichen, was hat dich am meisten angesprochen? Der Satz der Armen, der Mittelschicht oder der Reichen? Als ich mein Buch geschrieben habe, Der Weg zur finanziellen Freiheit, da hat mich Papst Johannes Paul II. Eingeladen. Und ich hatte die Gelegenheit, eine Stunde mit ihm zu sprechen. Das ist sehr außergewöhnlich und ich war auch sehr tief berührt. Papst Johannes Paul II. Hat mich extrem begeistert. Ich bin mit Vorbehalten dahin, sage ich ganz ehrlich, aber ich war einfach so positiv überrascht, so ein weiser, kluger, freundlicher, liebenswerter Mann. Und wir haben auch über Geld gesprochen. Er hat ja mein Buch gelesen gehabt, was ich schon unglaublich fand. Und er hat mir gesagt, sag den Menschen, Geld ist gut. Sag ihnen, sie brauchen Geld für ein freies, gutes Leben. Und dann hat er mein Buch, meine Stiftung und auch mich gesegnet. Und das war für mich sehr berührend. Ich weiß, dass es auch Päpste gab oder gibt, die sehen das ein bisschen anders. Und auch hier ist es wichtig, dass wir uns mit den Menschen unterhalten, die dort sind, wo wir gerne hinkommen wollen. Mein Rat: umgib dich mit wirklichen Vorbildern. Menschen, die das Leben haben, das du einmal leben möchtest.